Ich habe entschieden, wieder im Sexmagazin zu inserieren. Dabei sollte die Teilnahme beim Dschungelcamp Anfang des Jahres ihr Start in ein neues Leben werden. Sie will es endlich als seriöse Schauspielerin schaffen, wieder wer sein. Doch der Erfolg bleibt aus, von der üppigen Dschungelgage ist offenbar kaum etwas geblieben. Im Erotikgewerbe sieht die 58-Jährige einen Ausweg für ihre Geldsorgen. Das kann ich noch eine Zeit lang machen, weil es eben eine größere Zielgruppe von Männern, die die reiferen Mädels, aber eben die schönen reiferen Mädels wollen, gibt. Und das so noch passt, sag ich mal. Sex sei bei diesen Treffen keine Voraussetzung, aber... Ja, ausschließen will ich das nicht, weil sonst die Werbung keinen Sinn macht. Es sind ja auch schöne Pornofotos online. Sibylle lacht. Was die Rückkehr in die Branche für sie bedeutet, weiß sie vielleicht selber noch nicht mal so ganz genau. 1983 wird die damalige Anwaltsgehilfin mit den Eis am Stiel-Filmen über Nacht zur internationalen Erotik-Ikone. Damals ist sie gerade 23, aber schnell bleiben die guten Schauspielrollen aus. Sibylle nimmt schließlich ein Pornoangebot an. Als Sexstar wird sie sogar zur Millionärin, doch Sibylle verliert sich. Als Pornodarstellerin will sie sich nie sehen. Ich bin Schauspielerin und spiele die Rollen, die sechs Szenen in diesen Filmen, die Hardcore-Szenen, ne, wo man es halt richtig sieht, sind sehr, sehr schwer für mich zu drehen. Sibylle rutscht in die Prostitution ab, nimmt Drogen. Mit 55 ist sie obdachlos. Im Dschungel spricht sie offen über ihre schwerste Zeit. Droht ihr jetzt der erneute Absturz? Nach dem Dschungel kommt es zwischen Sibylle und ihrem Manager zum Zerwürfnis. Und auch ihr Freund und finanzieller Gönner trennt sich von ihr. Er wollte nie vor die Kamera, hatte kein Verständnis für ihre Sehnsucht nach öffentlicher Anerkennung. Ich habe das bis heute nicht verkraftet, dass er mich im Stich gelassen hat. Sibylle wohnt aktuell auf 40 Quadratmetern in Wien. Drei Betten stehen hier bereit. Im Kühlschrank kühlt sie den Sekt schon vor. Alles für ihre Verehrer, so sagt sie.